Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outer Worlds. Oh, hallo. In der letzten Folge haben wir das Geothermie-Kraftwerk fertig gemacht. Was war das gerade? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe Geräusche gehört, ich hatte Angst. Das Geothermie-Kraftwerk abgeschlossen. Und nun hauen wir ab. Raumschiffmodell, ach. Nichts Großartiges. Und nun werden wir noch ein bisschen was erkunden. Obwohl, nee, hier waren wir ja schon mal, stimmt. Wieso gehe ich zu... Wieso soll ich zu Adi gehen? Was soll ich denn bei Adi? Ach so. Oh. Überrede die Deserteure. Gut, wir haben ja eh gespeichert. Wenn die uns abknallen wollen, wollen die uns abknallen. Dann ist das halt so. Oh Gott, die Wache ist weg. Bist du mal leid? Oh, die sitzen jetzt alle am Feuer. So sitzt du so abseits. Home is where the heart is. Marauders took that saying a little too literally. Ah, die ist echt cool. Die will ich in meinem Team haben. So, wie sieht's aus? 94, 2, okay, das passt schon. Tüfteln, was können wir hier denn hier tüfteln? Möchtest du an 5er tüfteln? Das wird 54 Bits kosten. Schaden plus 5. Geil. Oh. That's the thing about growing old. Your eyes start to fail. Elsewise, I would have seen you for the snake that you are, chopped you into pieces and roasted you on a spit. This is all you're doing. Cutting off my power, killing off my garden. Without refrigeration, my food will spoil. And my flock will starve. I want to ask you this in private, away from the eyes of my flock, so they do not see me lose my temper. Tell me, why did you do it? Reed braucht seine Leute zurück. Es war nichts Persönliches, Adi. Ich brauche deinen Energieregulator. Ich schulde dir keine Erklärung. Oh, zwei. You killed my garden. Destroyed my community, sentenced my flock to a lifetime of slavery in Edgewater for a power regulator. Ich muss hier weg. Well, shit, I wish it was personal. Go talk to Grace and Thomas. Look them in the eye and tell them their life here is over and the only thing left to do is go back to Edgewater. This is now your responsibility. And you tell Reed Thompson that I will never return to Edgewater. I would rather die among my flowers than live under his management. Sei nicht so unvernünftig, komm nach Edgewater. Was ist dir zugestoßen, Adi? All diese Wut muss irgendwo herkommen. Ja, ich frag erstmal. My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. Okay. Also ich bin willens, mich um Reed zu kümmern. Für eine Belohnung. You offering to cross Reed off, huh? This some sort of twisted reparation for what you've done? Or you just looking for a chance to sow some chaos? Kill Reed if you must, or talk him into leaving if you can. He and I are not sharing the same four walls together. Reed wird seinen Post nicht einfach aufgeben. Ich werde Hilfe brauchen, um ihn zu überzeugen. Tell Reed that I can make his people healthy again. I can end their plague. Start a new garden right in the cannery. Three square meals for every man and woman in Edgewater.
Tell him how I've made the veil bloom again. The soil has whispered its secrets to me, and I alone know how to breathe life back into the earth. The secret is human corpses. I've been grinding them up in my fertilizer for years. Marauder, worker, don't matter much to me. A human body is rich with nutrients. Okay. Was passiert, wenn... Nee, es ist ekelhaft. Es ist einfach ekelhaft. If I were in a better mood, I might be inclined to try and change your mind. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Hat er seine Sachen mitgenommen? Hat er nicht? Den Lappen? Ich hab da was für dich. Und niemand hat's gesehen. Da hab ich's dir gegeben, Huhn, wa? Okay. Wer auch immer du bist. Everybody keeps staring at me. It's not my fault the power's dead. I seen you wandering around here. You don't look like you're coming from town. Ich versuche einfach nur mein Schiff in die Luft zu kriegen. Never heard it phrased in such a way before. I guess we're all trying to get our ships off the ground, ain't we? Sorry, I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something's been chewing at me, you see. Fact is, I've been, well, lying. To everybody here. Camp thinks I'm a mechanical genius, but I couldn't fix a busted chair. Zum Lernen ist es nie zu spät. Ich könnte dir ein paar Tipps geben, aber auch nur, weil ich Erfahrung kriege. I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft of the engineer, you see. I want to make something of myself. You ever heard of the Young Spacer's Guide to Mechanical Engineering? Comes in a set of three. If I had my hands on one of those data pads, I could teach myself the ins and outs. There's one in the old community center. Should find one back in town, too. Parvati's dad had a copy. He used to take it with him when he worked at the cannery before he passed. Heute ist ein Glückstag, Tommy. Ich habe eins von diesen Data Pads, die du dringend gesucht hast. No kidding. Really? Well, which one? Der verschollen geglaubte dritte Teil, den hatte jemand im alten Geothermiekraftwerk versteckt. The geothermal plant? Now that is just incredible. You really went exploring down there? Adelaide always told us it was swarming with hostile mechanicals. I appreciate you going through all that trouble. In fact, I put aside something special. On the off chance that somebody'd search out those data pads for me. Ich sag dir Bescheid, falls ich noch mehr davon finde. Sure, I'd be glad to take them off your hands. Ich möchte dich etwas fragen. What's on your mind? Schon gut. Ohne Strom werdet ihr nicht lange überleben. Du solltest nach Edgewater zurückkehren. I've been thinking about going back. I'm not much use to anybody here. I get sick thinking about working at the cannery. I can't do that again. Dann arbeite nicht in der Konservenfabrik. Du wolltest doch Ingenieur werden. You know something? I think you're right. The town could use another engineer, and I'm on my way to becoming one. I could do a lot of good in Edgewater. Maybe even keep a garage of my own with a little workbench and my very own toolbox. It's just... Adelaide's never gonna forgive me. Not in 100 years. I go crawling back to my old life in Edgewater and... I'm as good as dead to her. Immer mit der Ruhe. Ich werde Reed zum Rücktritt überreden. You know where to find me.
I don't know what you did to talk some sense into Zoe, but I appreciate it. Hier draußen gibt es nichts mehr für euch. Kehrt nach Edgewater zurück. The matter's been weighing on me. Zoe came back, but I couldn't keep her from slipping out in the first place. Who's to say I could keep marauders from slipping in? I don't see us lasting more than a couple of weeks out here. I'm loath to admit it. We're gonna have to make our peace with Thompson and hope he takes us back. Listen, we go back to Reed, hat in hand, begging for our old jobs back. Well, Adelaide's not gonna forgive us. She never talked to us again. Ihr solltet nichts überstürzen. Ich werde Reed zum Rücktritt überreden. Sure. Suit yourself. I'll be here. Die Frage ist halt, wer ist krasser, Adi oder Thompson? Und ich glaube, Adi ist ein bisschen krasser mit ihrer Leichenschänderei. Was kann ich denn jetzt hier unten machen? Look at that. The snakes come. Na gut. Ja, Edgewater, Thompson töten, Keks freuen. Das ist der Plan. Aber first laufen wir dahin. Ich könnte jetzt auch zum Raumschiff gehen und dann darüber. Aber ich glaube, wenn ich jetzt querfeld eingehe, haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was zu finden. Und dann, wenn wir unseren komischen Raumschiff-Gedöns haben, dann können wir hier den Rest noch erkunden. Das war ja das Kraftwerk, das haben wir ja schon. Guck mal, da oben ist auch noch irgendwas. Gibt's noch voll viel. Aber ich weiß nicht, ob wir hier jemals zurückkehren, wenn wir abhauen. Das ist das Problem. So, hier war das Feuerchen. Du siehst noch zu aus. Nee. Oh. Ethologische Aufzeichnung. Jagdverhalten des wilden Möters. Mein Name ist Kane Vane Aker. Ich bin auf die Fauna von Terra 2 spezialisierter Ethologe im Auftrag von Spacer's Choice. Aktuell studiere ich das Jagdverhalten des wilden Möters. Ich habe ein gutes Versteck in der Nähe eines großen Möterrudels gefunden. Tatsächlich handelt es sich um das größte wilde Möterrudel, das ich bisher in Vale gesehen habe. In ausreichend großer Zahl jagen Möter tatsächlich so ziemlich alles. Dieses Rudel könnte vermutlich eine kleine Gruppe Troglos überwältigen. Kleine Rudel hingegen umgehen meist die Troglos in dieser Region. Spreads und Terrochen sind hingegen selbst für einen einzelnen Möter eine leichte Beute. Nicht mal für mich ist das eine leichte Beute. Also diese Töters. Die Teratohas. Hier heißen die Terrochen. Zwar haben sie keine Troglos gefunden, aber dieses Möterrudel macht kurzen Prozess mit einem nahegelegenen Plündererlager. Ich fürchte, ich muss weiterziehen, bevor ich das Rudel näher studieren kann. Ich werde meine Ausrüstung hier lassen, damit sie einer meiner Assistenten später einsammeln kann. Ja, krass. Und die habe ich getötet, glaube ich, ne? Ah, da hinten ist ja schon Edgewater. Laufen wir mal hier lang ein bisschen. Guck mal, da ist doch noch was. Oh. Kaboom. Hihi. Aha. Hihi. Ich liebe diese Waffe. Ah, oh, guck mal, das ist eine Unterwasserhöhle. Sollen wir da mal reingucken? Ich meine, wir haben nicht gespeichert. Das ist natürlich ein bisschen... Ich sollte auf jeden Fall, bevor ich jetzt irgendwelche Höhlen erkunde, weil da sind ja immer die fetten Viecher drin, wie wir wissen, sollte ich vorher vielleicht zum Raumschiff zurück. Sagte er und ging hinein. Flussversteck. Okay, keiner hier, sonst hätte es jemand gehört. Ein Tresor. Umsonst knacken. Tagebuch von M. Bakuno. Und ein Revolver. Tagebuch. Kodex. Also ist Tagebuch, bla bla bla. Nö, hier ist es nicht dran. Grundlagen. Erkundung. Beute.
Waffen und Rüstung. Fähigkeiten und Ruf. Kampf. Tarnung. Begleiter. Was ist denn hier noch offen? Ist das ein Quest-Item? Das ist ein Quest-Item. Ein handgeschriebenes Tagebuch unter der Ecke steht der Name M. Bakonu. Na gut, werden wir wahrscheinlich irgendwann gebrauchen können. Wenn wir... Geilo. Oh, ich bin müde. Okay, porten wir uns mal nach Hause und schlafen eine Runde. Wobei ich will ja eigentlich jetzt eh... Na komm, machen wir es einfach. Drecksgegner. Euch kriege ich auch noch. Was lungert denn da hinten rum? Was ärgert mich? Oh, er hat mich entdeckt. Oh. Oh, 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 oh. Der Große. Ich weiß, ich kann ihn kriegen, aber der ist mir jetzt ein bisschen zu nah dran, muss ich sagen. Jetzt zieh dich. Ja. Lauf lieber zurück zu deiner Mama. Ich glaube, ich mache gar keinen Schaden an ihm, weil er wegläuft. Aber jetzt nach Hause zu gehen, das wäre Schwachsinn. Ich werde schon nicht sterben. Gehen wir in die Stadt. Und dann gucken wir, ob wir eine Möglichkeit finden, ihn vielleicht ums Eck zu bringen. Das wäre halt ideal. Ich muss ihn irgendwie töten, ohne dass seine Wächter was mitbekommen. Also ich könnte ihn natürlich auch zum Rücktritt überreden. Das ist ja nicht so cool. Das Gute ist, wir haben ja gespeichert. Ne? Das heißt, wir können jetzt einfach reingehen und ihn mal schießen. Ich meine, warum nicht? Hallo Reed. This is a fine day, friend. Power. I trust Adelaide's. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Ich wollte etwas mit dir besprechen. Go ahead. Ja, cool, wir haben es auch überlebt. Reed Schlüssel. Was haben wir denn hier? Jagdgewehr, Adreno. Mhm. Wir müssen halt nur gleich gucken, ob die böse auf uns sind, wenn wir runtergehen. Wir gucken mal, was sagt denn unser Ruf? Was sagt denn hier? Codex? Hier ist doch nix. Hör auf mich zu verarschen. Jetzt muss ich da nochmal zurücklaufen, oder was? Okay, was wollte ich jetzt machen? Genau. Wollte auf meinen Charakter? Ruf. Neutral, neutral, neutral. Spacer's Choice, nervös. Aber sie steht noch neutral mir gegenüber. Gut 80%, schlecht 100%. Na gut, wir gucken uns hier um. Reed Thompson. Oder Thompson. Ich habe immer Thompson gesagt. Nachrichten.
von Thompson. Liebe Leser, liebe Leserin, wenn du das liest, bin ich nicht mehr länger der Administrator des Außenpostens von Edgewater. Ob ich nun meine sterbliche Hülle aufgrund natürlicher Ursachen verlassen musste oder früh in den Ruhestand geschickt wurde. Die Führung von Edgewater wurde jemand anderen übertragen. Dir. Aber das Wichtigste ist, es ist absolut unerlässlich, dass du die Spacer's Choice Familie zusammenhältst. Adi, Mac, David und ihre Anhänger haben ihr Lager in dem alten Botaniklabor aufgeschlagen. Ihr Platz ist hier. Sie sollen mit uns zusammenarbeiten. Adi ist Argumenten unzugänglich und weigert sich, diplomatische Annäherung zuzulassen. Der einzige Weg, sie zur Rückkehr zu bewegen, ist es, sich zum Geothermiekraftwerk zu machen, ihr die Energie zu kappen und ihre Leute zurück nach Edgewater zu führen. Wenn die Energie im Botaniklabor abgeschaltet ist, kannst du gerne alle nützlichen Ausrüstungselemente darin in Beschlag nehmen, vor allem die Energieregulatoren. Nachtrag: Wenn du die Energie in Edgewater wiederherstellst, könntest du es eventuell in Betracht ziehen, meinen Namen in den Profitberichten zu erwähnen? Ein wenig posthume Anerkennung wäre schön. Von Unternehmensleitung. Lieber Angestellter, deine Anfrage für zusätzliche Baumaterialien wurde abgelehnt. Die Mauern um Edgewater wurden vor 30 Jahren von deinem Vorgänger gebaut. Alle Änderungen, Erweiterungen oder Reparaturen an dieser Mauer müssen von deinem Vorgänger unterzeichnet und genehmigt werden. Falls dein Vorgänger aufgrund von Inhaftierung, Umerziehung oder Tod nicht verfügbar ist, liegt es in deiner Verantwortung, das Testament deines Vorgängers zu beschaffen, um die Intentionen deines Vorgängers nachzuweisen. Ich brauche ein Testament. Das finde ich bestimmt hier irgendwo. Na gut, gucken wir mal, wie die unten auf uns reagieren. Und ich werde auf jeden Fall den Speicherstand noch einmal kurz laden müssen. Weil ich meine Belohnung gar nicht abgeholt habe. Dann kann ich ihn erschießen. Hello! Some hope. Got my sights on you. Ja, cool. Okay, ich werde jetzt noch mal ganz kurz laden. Okay, ich glaube, ich kriege keine. Ich will es auch jetzt nicht verhauen. Wir machen das einfach so wie vorher auch. Easy. Na gut. Schade. Oder habe ich eine Belohnung bekommen? Nee, ich glaube nicht, ne? Aber die bekommt man ja erst nach dem Gespräch. Ja, komm, hier so. Jetzt haben wir es wieder hergestellt. Alles klärchen. Die Waffe ist einfach geil. So, jetzt müssen wir doch zu Adi zurück. Und dann ist alles dufte. Und dann kann ich schlafen gehen. Ich überlege gerade, kann das sein, dass sie nach einem Ingame-Tag respawnen? Das ist möglich. Das kann gut sein. So, ich habe mich drum gekümmert, aber... Wir hatten hier doch noch eine Energiezelle, oder nicht? Look at that. The snakes come back. Reed ist tot. Komm zurück nach Edgewater. You have a peculiar comfort with violence. Killing off my garden, gunning down Reed Thompson. Suppose it's time our flock made our way back to Edgewater. We must tend to what remains of the town and carry on with our lives as best we may. You're vexing to me, you know? Injuring us with one hand, helping us with the other. Here, I'm giving you something to leave us be. It's a ransom, you understand, not a reward. Ich habe großes Chaos angerichtet. Schätze... Ich wollte es in Ordnung bringen. This don't put us on even footing, you understand. But it is a start. I might turn that old cannery into a garden. Got ourselves a whole cemetery bursting with bodies. I need some time to gather my personals. Long walk back to Edgewater. Got a considerable burden to carry. Hau rein. War schön mit dir.
So, Leute. Geht rüber. Los. I know, I'm Marauders. Eddie ist bereit, nach Edgewater zurückzukehren. Didn't think she'd go back, so long as Reed was still running the place. Something must have changed. If Adelaide's going back to Edgewater, we'll follow her. Sehr schön. Jetzt noch du. I'm glad Adelaide's... Ja, gut. Ja, dann viel Spaß in eurer neuen Butze. Wir sehen uns ja. Das ist jetzt meine Butze hier. Ja? Na gut. Freunde, ich würde sagen... Oh, Geisteshaltung Minimum. Wir werden mal... Ja, ist gut. Zum Landeplatz gehen. Uns da mal hinlegen. Und dann schauen wir, ob wir unser Leben zurückbekommen. Durch Schlafen. Deswegen habe ich mich auch nicht geheilt. Deswegen war es mir auch so wichtig, nicht gegen die Typen anzutreten. Ich bin halt nun mal geizig. So. Schlafen. 8 Stunden. Ja, wir sind geheilt. Nice. Und durstig. Geil. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.